Ich würde diesen Schrott niemals in mein Haus braten. Das riecht nach Benzin und nach Furz. Nach Furz. Hallo. Hallo. Und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin heute nicht alleine. Ich habe Carina da. Ihr kennt Carina sicherlich alles schon von TikTok. Und zwar werden wir heute asiatische Süßigkeiten probieren. Ich bin richtig gespannt, wie das uns schmecken wird. Ich auch. Wenn ihr Lust habt auf mehr Videos mit Carina, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Yeah! Okay, let's go. Ja, let's do it, Leute. Okay. Mango, sei. Was ist das? Grünes, stacheliges. Riecht das gut? Stimmt irgendwie nach Gummibärchen. Nach abgelaufenen Gummibärchen. Warte, ich bin jetzt abgelaufen. Die Gummibärchen. 11.11.2020. Guten Appetit, würde ich mal sagen. Soll ich das, ich bin Erste, ja? Guck mal, das geht gar nicht an. Ja. Guck mal. Okay. Schmeckt besser als riecht, weißt du das? Also. Das ist voll lecker. Mango oder so. Mhm. Sauer Suppe. Suppe. getrocknete Suppe. Da steht Sauersuppe. Tatsächlich. Leute, da steht gerade Sauersuppe. Warte. Also haben wir tatsächlich Suppe gegessen. Oh, das ist so lecker. 9. Das war richtig lecker. Ich würde sagen 6. Okay. Okay. Nein, ne? Oh. Sieht so gut aus, so wie ein Ei, ne? Ja. Von oben, guck mal. Oh, mega! Bisschen dunkel, bisschen. So. Ja, so. Oh. Wie kann man die so glatt machen? Die haben die gut bekloppt, ne? Von oben, von Seiten. Hier gibt es so eine kleine Öffnung, Lifehack von Familie, weißt du? Du drückst hier klein bisschen so mit deinen Finger und dann ziehst du das ganz vorsichtig nach oben. Nicht funktioniert, danke. Leute, pardon. Wow! Ich liebe das so. Wie das riecht! Oh, wow. Weißt du, das erinnert mich an irgendwas. Ja. Also voll mein Ding, weißt du das? Weil gerade hier drin ist so diese Creme, ne? Die ist lecker. Und nicht so wahnsinnig süß. Das gefällt mir. Und was gibst du für Leute? 8 Punkte. Ich gebe 9 heute. Wo? Kennst du das? Nein. Chips? Cornflakes, Aschli. Knusprige Seetangenblätter. Oh nein, echt? Kann man sich doch mal gönnen. So ein schöner Abendsnack, würde ich mal sagen. Da sag ich doch nicht nein. Boah, das riecht nach Fischfutter. Ich hasse Seetangfutter. Zeig mal, wie grün die sind. Hammer, ne? Und so dünn. Sorry. Hast du Wasser? Nein. Hilfe! Ich habe kein Wasser. Ich auch nicht. Komm, nimm Plätzchen. Das kriegt von mir minus 1 Milliarde Punkte, die es gibt. Bei mir auch das gleiche. Du hast das in den Haaren. Schön. Sag bloß nicht, dieses grünes Zeug. Ja. Noch schleppe ich ihm nach Hause oder was? Sieht das cool aus, Wahnsinn. Das sieht aus ich darf das Wort nicht sagen, ne? Ja, ich sehe das. Ich habe es auch gedacht am Anfang direkt. Ja. Das haben wir gleich gedacht, Carina. Da sind irgendwelche Sweetie Tamarinda. Wie Erdnüsse. Das stimmt, oder? So grobe Erdnüsse. Ah, ne? Wie isst man das? Das ist Zitronen. Oh, da ist ein Wurm drin, habt ihr das an? Mal da, ist bei dir auch so ein Ding? Ja, bei mir ist auch so ein Ding. Und die musst du essen? Guten Appetit, Carina. Ja, ich wünsche dir auch. Also ihr wisst ja, oh, Entschuldigung. Ach, alles gut. Das ist eh nicht mein Auto. Und? Da ist noch drin erkennen. Wie Kirsche. Hör mal, aber schmeckt lecker. Ja. Tatsächlich. Wahnsinn. Mir gefällt. Und drin, da Loch, da sind so kleine. Jetzt merke ich es auch. Die Kerne sehen aus wie von. Kennst du diese Chirimoya? Die schmecken auch wie ein bisschen Gummibärchen, weißt du? Wirklich. Ich gebe plus 100 Punkte, Leute. Ich auch, das ist echt geil. Ich habe am Anfang, glaube ich, noch diesen
den Geschmack von diesem Seegras da im Mund gehabt und dann war das voll eklig, aber jetzt ist das echt geil. Wenn ihr irgendwas von den Sachen kennt, schreibt so in die Kommentare. Das ist ja mega cool, weil wir haben gar keine Ahnung von nix. Das sieht aus wie rote Beete. Das sieht aus wie Yum Yum Nudeln. Das ist Dried Sweet Potato. Das ist eine getrocknete Süßkartoffel in lila. Hä? Süßkartoffel in lila habe ich schon gegessen. Ja? Ein kleines Würstle. Ja, die Farbe ist schon sehr schön. Sieht man überhaupt, dass es richtig lila ist? Das ist echt richtig krass lila. Ja, Wahnsinn, Leute. Das ist so wie Gummibärchen, aber es schmeckt nach Süßkartoffel. Also als Snack, wer möchte abnehmen, ist super Sache. Nein, zum Abnehmen wäre das nicht so cool. Das ist sorry. Wie viel? Warum? Hier steht 82, ne 79 Zucker. Also fast Zucker pur. Oh, guten Appetit. Von mir, es gibt so 6 Punkte. Und von dir? Ja, auch 6 Punkte. Ob das schmeckt? Das riecht nach Trauben. Oh, kennst du das Traubenzucker, was man in der Apotheke bekommt? Das Nein, ich kenne so ein Putzmittel. Was? Das schmeckt, ob man die Orangenschalen Salz eingelegt hat. Und dann noch auf dem Luft getrocknet und dazu noch mit so einer Möbelreinigung besprüht hat. Ne? Darf man Vögelchen? Nein. Die Vögel werden von Schaden bekommen. Ja. Wir haben hier, das hört ihr bei Leck an, Bananenchips mit Sesam. Ach so, ich dachte, das ist ein eingelegter irgendwelche Tierchen. Weil das ist so, das sieht ein bisschen wie Bacon aus. Wie was? Wie Bacon. Guck mal, das ist so ein richtiger... Alles gesichert, ne? Voll krass. Wie bei Nüsse, kennst du diese? Ja, stimmt. Das Auto sieht auch schön aus hier wieder. Prost. Prost. So für Leute, welche abnehmen möchte immer noch. Das Video nennen wir einfach Snacks für Leute, die abnehmen wollen. Also ich muss sagen, es ist ganz lecker. Ja. Ich finde es ganz gut, dass die nicht so richtig, richtig süß sind. Nee, sind die nicht, gar nichts. Was? Das sieht aus wie eine Wurst. Durian-Kuchen. Echt? Schöner Durian-Rührkuchen. Also ich finde, Rührkuchen sieht eigentlich anders aus, aber... Also das ist jetzt ein Rührkuchen. Also bist du sicher, dass ich ihn so essen kann? Ich muss ihn nochmal backen. Ja, das meine ich. Aber ja. Da ist diese grüne... Wo war das denn noch, oder? Das sieht so genau aus. Aber das war doch die Sauersuppe. Ja, das war die Sauersuppe. Und das ist dazu, Leute, versteht ihr das? Also diese Sauersuppe, dann schneidest du eine Scheibe dieses, keine Ahnung, dürren Kek und dann alle sind glücklich und zufrieden. Ja, perfekt, Kaffee und Kuchen. Okay, konzentrieren wir uns auf die Wurstmilch, die gerade. Also ich kann mir vorstellen, dass dir das gefallen wird. Obwohl, das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Das riecht nach Benzin. Das riecht so eklig, ne? Darf ich das? Was? No, riech mal das jetzt. Ich hab das gerade im Mund, Karina. Ich hab das gerade im Mund. Pfui. Das riecht nach Benzin und nach Furz. Nach Furz? Bist du sicher, dass wir das nicht braten? Aber ich würde diesen Schrott niemals in mein Haus braten. Da wird das stinken, ganze Haus. Wohin damit? Ich kann das nicht mehr sehen. Komm, bitte, schreibt in Kommentaren. Was ist das? Das ist noch schlimmer als dieser grüne Tank, also muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben Punkte nicht vergeben, gibt's keine Leute, dafür gibt's kein Minus. Dann haben wir Thai Pie Egg Crisps. Pie heißt Crisp. Kuchen, ne? Nein, das ist auch nicht auf Englisch. Ach so. Irgendwas mit Sesam oder so, irgendwelche Körner. Das ist schon was Schönes. Die Waffeln. Ich gebe 100 plus Punkte, weil... Nach diesem Schrott hier, das ist sehr weggelöst. Ich dachte, das wäre ein bisschen knuspriger. Du dachtest, ja? Aber, also, mir ist ehrlich gesagt so schlecht von diesem Zeug, ich kann gar nicht mehr denken. Mein Ding? Ich gebe... 5 Punkte? Komm, 6,5. Okay. Oh. Hier haben wir... Wieder einen Kuchen. Das ist kein Kuchen. Mungbohnenkuchen. Weißt du, was das ist? Was denn? Das sind diese Dinger. Das sind Brühe. Die schmeißt du rein und machst deine Suppe. Wir hatten heute ja schon alle. Suppe hatten wir schon. Kennst du diese Maggi-Briketts? Ich weiß, was du meinst.
So sieht riecht es aus. Das schon? Nee, das ist tatsächlich ein Kuchen. Ja. Mangokuchen? Mungbohnenkuchen. Ach so, Mungbohnenkuchen. Kuchen von Mungone. Keine Ahnung, wer das ist. Weißt du, was das ist? Ein Kaiser oder so? Mungbohnen. Ah, Bohnen. Okay. Sechs kleine Stücke, ist das was? Sechs Portionen für sechs Leute wahrscheinlich. Eine Brikette. Das also sechs Leute einladen. So, Kaffee und Kuchen, Leute, hier. Deck mal schon mal den Tisch, Carina. Ich mach schon mal den Kuchen schon mal auf den Tisch bereit. Halva. Ja, genau. Mm, schmeckt wie halva. Hundertprozentig, das ist das. Lecker. Findest du, ja? Mhm. Du nicht? Doch. Schreibt jetzt unbedingt mal in die Kommentare, aus welchem Land eure Eltern kommen. Wenn ihr dieses Video cool fandet, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren und natürlich auch bei Carina vorbeizugucken. Ist alles in der Infobox. Folgt uns gerne auf TikTok, auf Instagram. Und dankeschön, dass du dabei warst. Dankeschön, dass ich dabei durfte. Und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Lieben.